Stefan Wenzel ist Agrarökonom. Moin, hallo. War niedersächsischer Umweltminister und ist als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz neu hier. Schwerpunktmäßig bin ich mit allen Energiefragen befasst. Das geht von der Stromversorgung über die Gasversorgung bis zu der Frage, wie wir künftig unsere Häuser heizen und mit welcher Prozesswärme die Industrie arbeitet. Der Ausbau der erneuerbaren Energien spielt eine zentrale Rolle und die Erreichung der Klimaziele. Deutschland hat sich auf das Pariser Abkommen verpflichtet. Und wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Ich komme ins Büro oder ich sitze im Homeoffice oder ich bin unterwegs. Außer wenn hier im Parlament Sitzungswochen sind, dann ist der Arbeitsort ganz oft auch das Parlament. Auf welche Aufgaben freuen Sie sich in Ihrer neuen Position? Krisenzeiten sind schwierige Zeiten. Jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Energieversorgung im Winter sicherzustellen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, das sind Dinge, die mich ganz besonders beschäftigen, aber auch, wenn sie gelingen, sehr erfreuen. Warum ist Ihnen die Energiewende wichtig? Unsere Erde heizt sich immer mehr auf. Wir erleben immer mehr Extremwetter. Das hat Folgen für unsere Kinder und Kindeskinder. Und deswegen wollen wir umstellen auf Wind, auf Sonne, auf Wasserkraft, auf Geothermie, auf erneuerbare Quellen. Dass das technisch möglich ist, wissen wir heute. Und deshalb wollen wir das auch tun. Sie haben Agrarwirtschaft studiert. Wollten Sie Landwirt werden? Ich wollte eigentlich immer gerne auch selber Landwirtschaft machen. Das ist aber in Deutschland gar nicht so einfach. Entweder heiratet man in den Hof hinein oder man erbt einen. Aber ansonsten ist eine Existenzgründung im landwirtschaftlichen Sektor gar nicht so einfach. Wir haben dann aber doch eine Zeit lang praktische Landwirtschaft gemacht. Ich habe 5 Jahre eine Kuh von Hand gemolken. Aber daneben gibt es auch viele andere spannende Berufsfelder, die mich gepackt haben. Stichwort Südamerika. Was verbindet Sie mit dem Kontinent? Ich war 2-mal für ein knappes halbes Jahr in Südamerika. Ich bin dort viel gereist, aber ich habe dort auch ein halbes Jahr gearbeitet. Habe sehr spannende Erfahrungen gemacht, in einem SOS-Kinderdorf gearbeitet, in einem Entwicklungsprojekt Imkerinnen und Imker beraten, Existenzgründerinnen beraten. Und von daher habe ich da sehr viel positive Erinnerungen. Sprechen Sie noch Spanisch? Ich konnte mal relativ gut Spanisch, aber habe in den letzten Jahren wenig Praxiserfahrung. Und von daher, hablo un poco español, pero no tengo mucho experiencia. Señor Wenzel, muchas gracias. Danke Ihnen für das Gespräch. Vor allen Dingen freue ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen, auf viele Begegnungen zu vielen verschiedenen Themen. Vielen Dank.